Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Plant vs. Zombies Garden Warfare 2. Wir sind im Krautangriff auf Zomburbia und ja, müssen, glaube ich, verteidigen wieder mal, da wir eben angreifen mussten. Ich nehme das hier direkt nach dem letzten Part auf. Und deswegen gehe ich, wie gesagt, davon aus, dass wir verteidigen müssen. Könntest du bitte laden? Danke. Nein, wir müssen angreifen anscheinend. Okay, dann nehmen wir einfach mal... Nehmen wir mal wieder die Rose. Ne, wir nehmen... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob die Orange wirklich gut ist. Wir nehmen mal die Rose. Komm, scheiß drauf. Jeder spielt Rose. Dann spielen wir jetzt auch mal Rose. Sind das nur Rosen jetzt in unserem Team? Ich glaube, die Rose ist tatsächlich overpowered, oder? Wenn hier nur Rosen sind. Kein anderer, nur Rosen. Da kann man gar nicht durch, das ist natürlich super. Aber da kann man durch. Wow, jetzt habe ich immer noch den Weg hier aufgemacht. Ich baue dann zumindest mein Geschütz hier hin. Ich habe, glaube ich, tatsächlich nur Rosen im Team. Oh, danke. Das habe ich jetzt gebraucht. Und weg hier. Oh, oh. Lass mich weg, lass mich weg, lass mich weg. Oh Gott. Warum war das so schnell vorbei? Es hätte doch sonst immer eine halbe Ewigkeit. Aber wir haben den Punkt schon halb erobert. Das finde ich gut. Okay, wir können das neu bauen. Oh, das macht schon weh. Ich will das auch mal gebaut haben. Oh, oh. Was war das denn? Warum bin ich denn eben geflogen? Na okay, das ist wahrscheinlich diese Spezialfähigkeit von dem Typen hier, dass der irgendwie Gegner zum Fliegen bringen kann oder so. Ich konnte mich auf jeden Fall nicht mehr bewegen, habe angefangen zu fliegen und dann hat er mir einen Schlag gegeben und ich war instant tot. Okay, ich gehe mal wieder nicht auf KD, sondern auf Objective. Aber irgendwie hat mein Team dann mal wieder nicht mitgespielt. Das ist halt echt ein großes Problem von Multiplayer-Shootern heutzutage. Dass 90% aller Spieler nur auf KD spielen. Und wenn man hier einen Auftrag hat, dass man diesen Punkt erobern soll. Wenn das Spiel... Es gibt ja den Modus Team Deathmatch, wo man wirklich... Wo die Maps auch extra kleiner sind, wo man richtig schön auf KD spielen kann. Und wenn es dann hier so einen Modus gibt... Und dann keiner diesen Kackpunkt erobern will. Okay, jetzt waren da ja tatsächlich mal ein paar. Auch von uns. Wie kann der mich denn noch getötet haben? Wenn der schon umgefallen ist, ich dich dann noch ein paar Schritte bewegt habe und dann erst gestorben bin. Lass mich hier weg. Oh oh.
Das ist überhaupt nicht gut. Ja, nehmt den Punkt ein, nehmt den Punkt ein, Leute. Oh, oh. Kann man was bauen, aber da werden alle Rosen hin unterwegs sein. Deswegen werden wir das wahrscheinlich nicht hinkriegen. Aber versuchen tue ich es einfach mal. Das kann nicht sein! Dann bin ich tatsächlich endlich mal als Erster da und dann sterbe ich. Ich wirklich, ich habe das so oft jetzt beobachtet, ja? Ich habe das jetzt wirklich oft beobachtet und nie, noch nie hat irgendein Gegner den Teleporter verteidigt. Wirklich noch nie. Und dann bin ich das erste Mal bei so einem Punkt und genau dann verteidigt der Gegner diesen Teleporter. Es verteidigt keiner, es verteidigt keiner. Da oben kommt einer. Ich hab's. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wie? Wie? What the fuck? Ich hab dem 89.000 Damage gemacht und der steht noch und haut mich mit einem Schlag weg, obwohl ich Full Life war. Das ist doch nicht dein Ernst. Und jetzt hat er den Teleporter direkt instant wieder kaputt gemacht. Oh, Mann. Und jetzt ist die andere fucking Zaubertussi da. Jetzt, wo er tot ist, weißt du? Boah, ich baue das Ding dreimal. Dreimal wird es zerstört. Dann baut es mein Teamkollege. Es bleibt da. Das ist so eine Scheiße. Boah, da gemeinsamer Abschluss. Das habe ich... Part vorher mal gemeint. Da kriegen, glaube ich, alle, die dem eine bestimmte Anzahl an Damage gemacht haben. Oh. Willst du dich verarschen? What? Boah! Ich laufe einen Schritt vorwärts, bin das Gebiet verlassen. Laufe acht Schritte rückwärts, bin immer noch im Gebiet. Ich habe in der Millisekunde, in der da stand, dass ich außerhalb des Gebiets bin, bin ich instant umgedreht und in die andere Richtung gelaufen. Habe es innerhalb der Zeit nicht geschafft, aus dem wieder ins Gebiet reinzukommen. Also entweder muss man die Zeit verlängern, die man Zeit hat, um wieder ins Gebiet reinzukommen, oder man muss die Nachricht früher bringen. Wir erobern aber. Darum geht's. Und der müsste jetzt eigentlich genau in die Mine von unserer Dingens eingelaufen sein, der Pirat da. Und schafft ihr es, Leute? Schafft ihr es? Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Okay, danke für den Auto-Warp. Der war notwendig, sonst hätte ich jetzt wieder einen Freitod hier bekommen. Boah! Waren jetzt hoffentlich erstmal genug Gegner, die hier noch rumgegammelt sind. Okay, da unten müssen wir hin. Es sind eh wieder 50. Die spawnen ja auch vor mir. Die anderen Rosen, die werden eh wieder vor mir da sein. Und es gibt auch wieder einen Gegner, der das Ding bewacht. Anscheinend...
Lass mich raten, alle anderen überleben und können das Ding bauen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Oder? Nee, sie ist auch gestorben. Ich wollte es schon sagen, ey. Wir laufen da mit 3 Rosen hin. Ich bin der Einzige, der stirbt. Und anderen Rosen können dann wieder fleißig bauen und kriegen Punkte über Punkte. Ich habe einen scheiß Auftrag angenommen, den ich entweder als Rosie oder als Ingenieur so ein Portal bauen soll. Und 10 Leute von meinem Team da durchgehen müssen. Es ist ein fucking Auftrag von mir. Deswegen will ich das einfach nur einmal machen. Ich verstehe nicht, warum das manchmal nur 2 Sekunden hält. Okay. Der Punkt scheint etwas schwieriger zu bekommen zu sein. Sehr schön. Und der hier. Jetzt respawnt die! Oh, solche. Warum machen die das? Da kriegen die doch einfach einen Tod mehr zugerechnet. Das bringt weder denen was noch mir was. Ich krieg die Punkte nicht. So, eine ganze Menge Leute noch abgelenkt und aufgehalten. Konnte mein Team vielleicht ein bisschen vorrücken in der Zeit. Ja, da sind wir auch schon wieder im Gebiet. Ja, das könnte was werden. Und wir nehmen ein und wir haben's. Wunderbar. Da können die hier gerne noch rumgammeln, wenn die wollen. Je länger die hier rumgammeln, umso länger können welche von uns schon vorrücken und schon ein paar Punkte auf dem neuen Punkt machen. Schießen, aber keiner ist da. Was ist hier eigentlich los? Skorpionkampf? Okay, keine Zeit dafür. Wir müssen vorrücken. Und ciao. Oh oh. Pass auf, die schießen da oben auf dich! Nein! Ich verstehe halt echt nicht, warum diese komische Zauberform manchmal nur 2 Millisekunden andauert. Ich habe noch nie gesehen, dass die mit einem Gegner nur so kurz angedauert hat. Bei denen ist die meistens dann auch direkt... Naja, ist doch egal. So. Okay, da ist wieder dieses komische Band-Dingens. Da müssen wir uns jetzt diesmal leider mit rumschlagen. Aber einnehmen können wir mal kurz.
Schade. Aber wir haben eine ganze Menge durchgebracht. Und da kommt die nächste Welle von Pflanzen. Und wenn die es auch schaffen, nochmal genauso viel zu machen, wie ich es gerade geschafft habe, dann haben wir den Punkt. Aber leider tun sie das wohl nicht. Obwohl, da kommt was. Da kommt was. Ja, gut so. Weiter so. Sehr schön. Sehr schöne Sache. Ja, zwei Abschussserien gestoppt. Und da hinten ist der nächste Punkt. Ist ja mega weit von unserem Spawn bis zu dem Punkt. Ich weiß noch, dass ich da oben mal als Zombie saß mit meiner Heilboje und mich die ganze Zeit wieder geheilt habe. Machen wir erstmal platt. Okay, das war dumm. Das sind halt nur Superhelden. Damit die alle, was da reinrennt, einfach kaputt boxen. Also neuer Versuch. Na, man spawnt auf jeden Fall wesentlich näher dran. Da komm du noch. Und dann habe ich gleich keine vernünftigen Pflanzen mehr, die wir losschicken können. Aber es hilft uns alles weiter. Deswegen nächste. Steht. Boah, das ist doch zum Kotzen, ey. Wieso halt ich als Gegner, also als komisches Viech niemals so viel aus? Von wenn auf mich ein Gegner schießt, bin ich in 3 Schüssen tot, egal wen ich nehme, auch wenn ich die Tanks nehme. Oh nö, oh nö. Warum? Es ist wieder nach 2 Millisekunden vorbei gewesen. Was ist das? Ach, fickt euch! Das ist doch nicht wahr, als ob die es nur auf mich abgesehen hätten. Egal, wo ich hinlaufe, jedes Mal Gegner folgen mir dahin. In zwei riesen Truppe. Ich glaube, das war's. Den Punkt kriegen wir nicht. Den Punkt werden wir nicht hinkriegen. Ah, ist so gut gelaufen bis hierhin. Und dann kommen wir nicht mehr in die Nähe von dem Punkt, weil da nur Zombies sind. Leider haben die kurz vor Ende dann doch gelernt, wie man hier verteidigt anscheinend. Ich weiß auch nicht, wo unser Teleporter ist. Sonst wäre ich viel, viel schneller. Ein bisschen was konnte man reißen, aber sobald man halt einmal drin ist, drehen halt alle Zombies um und rennen sofort auf dich zu. Was soll man dann noch machen? Theoretisch müssten wir einfach als Team einmal da reinstürmen, wo wir jetzt gerade rein, also durch den Teleporter stürmen, einmal gemeinsam da durch und bis in das Gebiet da rein und hoffen, dass die Gegner dann gerade nichts haben, womit irgendwas sprengen. Warum legt man hier eine Mine hin? Als ob die Gegner hier hinkommen. Das würden die doch niemals tun. Warum sollten sie auch?
Oh Gott, wir haben 30 Sekunden. Das heißt, wir müssen es jetzt in einem Rutsch durchbringen. Das ist auf jeden Fall verloren jetzt. Ja, das war's. Ich bin doch der Einzige gewesen, der reingerannt ist. Mein ganzes anderes Team will lieber wieder auf KD spielen und stellt sich irgendwo hinten hin und versucht, Gegner einzeln zu töten. Deswegen ist es jetzt leider verloren. Ach, da ist der Teleporter. Na gut, schaffe ich trotzdem nicht. 3, 2, 1 und vorbei. Da bin ich! Schade, wäre das vorletzte gewesen, dann hätten wir hier auch mal das Finale gesehen auf der Map. Aber so leider nicht. Ich hoffe trotzdem, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Die Rose ist OP, deswegen nimmt sie auch jeder. Hat man ja gesehen. Aber naja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.